Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS22 Moneytown Projekt. Mit dabei ist der Matze. Hallihallo, servus. So. Mitten. Was ich noch vergessen habe. Du hast noch was vergessen? Oh je. Da ist er. Ich habe auch noch was vergessen. Toll. Einmal rüber. Ach, kacke, da muss ich hin. Da. So. Fleißig weiter am Ballen pressen. Also, Strohballen. Und mich jetzt wieder voll geledert. Schön erkältet. Naja. Das in der letzten Aufnahme. Naja, ist halt so. Nö, du bist voll? Bist du voll? Warum bist du voll? Nö. Mit das Griechen mal rein. Muss ich dann nochmal los. Naja. Aber sind nur noch 6 Folgen mit der zusammen, die wir an sich aufnehmen. Sehe gerade, wenn du bei den Anhängern mal reinschaust, da ist ein neuer drin. Bei den Anhängern? Okay. Boden? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang? Ach, hier der rote Kipper. Der Krampe. Ja. Der ist ja beim letzten Update reingekommen, bei dem großen. Hä? Der rote? Nein. Ganz vorne, der allererste. Stimmt. Wow. Gut, okay, ja. Nee, der ist auch. Es ist ja genauso, ist ja der Xerion drin. Jetzt. Echt? Ja, der Klaas Xerion ist drin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn hin? Da! 5000. 5000, ne? Dann kaufe ich den. Ja, nee. Achso, der 5000. Xerion 5000er bis 4500er. Ist weggeflogen. Ja, wo wahrscheinlich beide gerade dran waren. Meiner war nie da. War noch da. Hui, ist er weggeflogen. Wollte nie gekauft werden. Wollte ich jetzt sowieso das Geld nie. Und für die letzten paar Folgen lohnt sich's nicht. So viel. Das ist ja witzig. Hast du gar nicht gewusst, oder was? Nee, was du da so alles dran machen kannst. Ach so, ja, gut, das stimmt. Schade, dass es die Kombination nicht gibt. Dass du den auf Settle Track umbauen oder umfunktionieren kannst. Weil normalerweise dreht sich ja die Kabine hoch. Aber doch nicht beim Xerion. Doch, habe ich schon gesehen. Sogar live. Ja, gut, aber dann ist es ja wieder ein anderer Xerion. Oder nicht? Nee, es ist der. Genau der. Weil der letzte ist ja auch, der Saddle Track ist ja auch ein normaler Xerion. Ganz normaler. Eigentlich. Weil ich kenne nur eigentlich nie anders, dass die Kabine sich nach vorne bewegt. Dafür. Irgendwie habe ich einen Kratzen im Hals. Also den Saddle Track, das ist wirklich ein Eigenbau. Den haben sie die Kabine halt komplett nach vorne gesetzt. Genau, aber ich habe ihn schon gesehen, wo die Kabine nach vorne fährt. Auf diese Position. Ja, gibt es auch. Also du hast ja verschiedene Varianten, je nachdem, wie deswegen, du den brauchst. Wegen aber. So ein Xerion würde mich schon mal reizen, aber hier nicht mehr. Das lohnt sich nicht. Nö. Das stimmt, das lohnt nicht mehr. Gebraucht irgendwas drin? Genau, schade. Was man gebrauchen könnte, sage ich jetzt mal. Leider nicht. So, das letzte Feld mit Stroh. Ach, hör auf, ich hab noch ein paar. Nee, ich bin gleich durch soweit.
Der ist auch fertig, das ist doch schön. Ich stehe da im Weg. Also klar. Ach. So, ja, jetzt kann ich den ja schon mit zu dem Feld setzen. Das ist gut. Das ist gut. Na, wie die Zeit auch geht, ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei, jetzt geht's noch, ne? Bin mal gespannt, ob ich den Livestream wirklich komplett durchmachen kann, da, also. Weil? Ob ich durchgängig was zu tun habe. Mal gucken. Ja, ne, je nachdem, wie wir was zu tun haben halt, ne? Es können 3 Folgen werden, es können auch 4 Folgen werden, ne? Livestream? Das wird eine große Folge. Ach, machst du eine große Folge? Okay, gut. Jo. Jo. Mach eine große Folge. Okay. So, jetzt sehe ich zu, dass ich mein Getreide loswerde. Lohnt sich das? Ja, das nächste Mal ist erst wieder, also die Preise gehen jetzt alle rapide in den Keller. Ja, okay, müsste ich hier auch ein bisschen wegschaffen. Die lohnen sich dann erst im August wieder und ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Mai, Juni, Juli, August, 3 Tage noch. Das werden wir wohl nicht schaffen. Ich sag mal, maximal 2 Tage werden wir schaffen. 2 wahrscheinlich. Mhm. Aber ich gehe eher mal von einen Tag aus. 1 bis 1,5 vielleicht. Weil wir werden ja nach der Folge bestimmt spulen, oder? Da gehe ich mal von aus. Nein, shit. Och. Nein, das ist kacke. Ich muss jetzt erstmal, wo ich weiter presse, die Kühe füttern fahren. Oh Gott. Ja, gut, dass du es sagst. Das habe ich zwar das letzte Mal schon gesagt, aber irgendwie doch vergessen. Da haben wir diese Option nicht drin gehabt, dass nach Gewicht die Füllung geht und nicht nach Kubik? Ich glaube, es geht nach Gewicht, weil ich kann bloß 35.000 Liter einladen. Dann hat er aber 100% oder wie? Ne, 95%. Aber mehr geht glaube ich nicht rein. Also ich habe jetzt 59.400 Liter 100% Weizen drin. Okay. Na gut, vielleicht. Eigentlich ist der Weizen schwer. Wer weiß. Bei Hafer hätte ich es ja verstanden, das ist nicht ganz so schwer, aber bei Weizen? Jetzt quält er sich aber ganz schön. Oh Gott, schaffe ich den Berg überhaupt hoch hier? CMFC! Geschafft. Alter, Immerhin 37.000 Euro, ne? Naja. Für knapp 60.000. Immerhin. Ich würde so gerne diese Map-Büsche wegmachen, ne? Manchmal ja. Das ist echt nervig. Los. Oh, hier habe ich einen Frosch im Hals.
einen vollen Wagen kriegen sie nochmal. Ja, bei mir auch. Das müsste eigentlich reichen. Eigentlich. Platsch. Jetzt zähle ich wieder die Schläuche ab. Achso. Dann können die Mukus wieder. Mukus. Wieder Futter. Bertha läuft hier lang. Was? Bertha? Oh, mit, ja, mit Regina. Bertha und Regina. Nee, Brigitte. Nee, Bertha und Regina. Vorsicht, Trecker kommt. Ballenwagen ungünstig hingestellt. Obwohl, ich komme vorbei. Da komme ich vorbei. Ja. Schweinefutter. Mischration. So. Machen wir mal den Anhänger voll. Das dürfte ja dann rein theoretisch reichen. Oh, da war eine Mülltonne. Da gibt es auch so einen Clip. Ups, da war ein Mülleimer. Ah, herrlich. Ui. Ja. Ja, da haben die jetzt auch wieder. Tiere. Warum meine Schweinis eigentlich? Bei dem wollte ich schon lange nicht gucken. Oh Gott, die haben ja noch massenhaft drinne. Weak. Wie, du hast Massen? Machst Massentierhaltung? Nee, Massentierhaltung nicht. Massenhaft an Futter noch drin. Über 15.000 Liter. Die fressen die so viel. Das ist das Problem. Was macht eigentlich meine Bäckerei? Oh, nicht. Ist die leer? Ach, die hat ja immer noch über 6.000 Liter drin. Ja, gut. Produziert die doch niemals weg. Oh, das, was ich jetzt alles in meiner Produktion habe, wird auch nicht wegproduziert. Schafe kriegen auch noch mal was. Ja. Möchtest halt ein bisschen gucken, ne? Du darfst nicht zu viel reinschmeißen. Ach mein Gott. Na gut, beim Kuhfutter stürzt mich nicht, aber Schweinefutter? Ja gut, aber hier Heu, weißt du, ist ja... sind ja auch Centbeträge. Ja gut, Heu. Ich hätte es ja auch sehr... selber machen können, aber ich habe das jetzt alles verkauft. Okay. Ich bin am überlegen, mir auch ein LKW zu besorgen. Okay, aber ich habe ja gar keinen LKW. Du hast bloß Drehschemel, ne? Ja. Drehschemel sage ich schon hier mit Dolly. Ja. Ja, müsste ich mal gucken. Ich habe mir jetzt aber noch einen zweiten gekauft. Okay. Weil also das ist kein Dolly, sondern hier so ein Klaas.
Jede Menge Ballen. Ich habe mir nämlich so diesen kleinen Glas Garant gekauft. Ballenfresser. Nee, ach ja, nee. Die Dings, ja, ja. Töre. Verzeiht, das wird öfters noch passieren. Alles gut. Kannst du einfach, damit ich auf dem Feld weiter ernten kann und abfahren kann. Also hier das Zeug verkaufen kann. Das stimmt. Das muss ja heute noch passieren. Stimmt. Gut, abfahren bin ich erstmal durch. Es ist Sonntag, also die Aufnahme findet an einem Sonntag statt. Und bei mir vor der Haustür wird Rasen gemäht. Ja, gut. Ja, Dorfleben halt, ne? Ich wollte gerade sagen, Dorfleben. Das ist bei mir auch nicht viel anders. Wo ich noch auf dem Nachbarhof gewohnt habe, ging Sonntag früh erstmal der Traktor an. Früh um 7. Und da ist der aufs Feld gemacht. Na gut, muss ja, ne? No. Deswegen, man gewöhnt sich irgendwo dran. Viel witziger sind die neuen Schafe, die nebenan jetzt bei unserer Nachbarin sind. Wieso? Mäh. Mäh. Weil die Alten haben ja nur Mäh gemacht. Die hat ja so Kamerun-Schafe. Ja. Und jetzt hat sie so Zwerg-Bla-Dinger. Die werden nur 42 cm Stockmaß. Ach so, hier solche Mini-Schafe oder so. Ja, genau. Und die drei sind 5 Monate alt? Ach Gott, nee. Da ist ja noch viel. Ist da viel Energie drin. Oh, herrlich. Das macht halt das Dorfleben aus. Na. Genauso. Kräht halt früh um 6 der Hahn oder eher. Na. Gut, die sind weg bei uns, die Hühner. Okay, nee. Lynch, was ich froh bin, weil das war vor dem Flügelhof, wo ich gewohnt habe. Die hatten Perlhühner. Und Perlhühner, die können von 0 auf 100 in nicht immer einer Sekunde sein. Die sind extrem laut. Das macht da keinen Spaß, wenn es mitten in der Nacht losgeht. Ja, das glaube ich. Oh, aber willst du mir was erzählen? Ja, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Über ein kostenloses Abo würden wir uns auch freuen. Kostet euch nichts und ihr unterstützt uns dabei. Oh, mir geht's so scheiße. Ah, das auf die letzten 6 Folgen. Das stimmt. Schaut auch bei dem lieben Matze vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und unser Discord-Server, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt doch gerne drauf. Da könnt ihr mit uns zwischendurch schnacken, uns anschreiben, etc. Da genau. Könnt ihr uns auch Kritik äußern. Wobei, das könnt ihr auch in den Kommentaren machen, wenn wir uns auch drüber freuen. Könnt ihr auch mal vorschlagen, was als nächstes kommen soll. Ne? Ob nochmal eine Challenge kommen soll. Also eine Challenge wird irgendwann nochmal kommen. Aber genau. In welcher Form? Da könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie, was, wann, wo. Genau. Ihr euch da vorstellen könnt oder was wir machen sollten oder ob wir überhaupt ein anderes Projekt machen sollten oder vielleicht auch mal ein anderes Spiel spielen sollten. Können wir ja auch machen. Das stimmt. Es gibt ja so viele Spiele. Gut. Aber wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Folge Money Town. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao. Tschüss.